Herzlich willkommen zu einer erneuten Chartanalyse. Im heutigen Video zeigen wir euch unsere Bitcoin-Szenarien. Wir haben schon öfter bei uns in der Telegram-Gruppe und auch unter den Kommentaren gelesen, ob man noch nachkaufen kann, ob es noch zu einer Korrektur kommt. Und wir versuchen euch im heutigen Video diese Frage zu beantworten. Natürlich haben wir auch keine Glaskugel, aber wir werden euch unsere möglichen Szenarien zeigen. Und auch am Ende des Videos zeigen wir euch unser Primärszenario, wovon wir langfristig bei Bitcoin ausgehen werden. Und natürlich zeigen wir euch auch unsere Preisziele dazu. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten sehr, sehr bullischen Szenario an und dort sieht das Ganze wie folgt aus, dass wir hier uns in einer Welle 1 hier hoch bewegt haben und in der Welle 2. Diese 1-2-Bewegung ist eigentlich in jedem Szenario vertreten und ist auch anders nicht unserer Meinung nach zu counten. Das bedeutet, wir haben hier unsere Welle 1, Welle 2, Welle 3, Welle 4 und Welle 5 gesehen. Und hier eine Flat-Korrektur abgeschlossen und aktuell befinden wir uns in dieser orangen Welle 3. Was wir vorab sagen müssen, in dieser orangen Welle 3 kann es jetzt zu sehr, sehr bullischen Anstiegen kommen, denn vor allem diese Welle 3 ist die impulsivste Welle in der Elliott-Wave-Theorie und deswegen werden wir euch auch mal gleich die Preisziele dazu zeigen. Und auch genau deswegen, dass wir uns in dieser orangen Welle 3 hier oben befinden, werden die Bereiche hier unten bei den 30 bis 20k immer unrealistischer und unserer Meinung nach werden wir diese erstmal nicht mehr anlaufen. Und genau deswegen müssen wir auch umdenken, denn der Bärenmarkt ist wie gesagt vorbei. Wir befinden uns im Bullenmarkt. Wir können nicht mehr weiterhin auf tiefere Preise hoffen, denn der Chart und vor allem auch Bitcoin ist einfach zurzeit sehr, sehr bullig. Natürlich wird es weiterhin zu kleineren Korrekturen kommen. Das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, aber wir müssen jetzt so langsam mal den bullischen Markt akzeptieren und das werden wir euch jetzt auch gleich zeigen, denn hier im ersten Szenario ist unser bullischstes Szenario. Hier befinden wir uns jetzt sozusagen in dieser Welle 3 von der übergeordneten Welle 3, also in der Welle 3 der 3. Denn wenn wir uns das Ganze hier anschauen, haben wir hier, wie gesagt, schon mal die Welle 3 hier oben anvisiert und wir haben hier unsere Welle 1 gesehen, Welle 2 gesehen und würden jetzt die Welle 3, 4 und 5 hier oben abschließen und hätten dann die Welle 3 hier oben auch abgeschlossen. Wir gehen auch dann davon aus, dass wir mit diesem Szenario auf jeden Fall das All-Time-High in den nächsten Monaten knacken würden und hätten hier auch Preisbereiche, wenn wir jetzt mal das FIP-Extension-Level hier von der 1 zur 2 anlegen, von mindestens 76.000 US-Dollar. Das bedeutet, wir hätten hier das All-Time-High bei 69.000 US-Dollar geknackt und würden dann von hier aus nach dieser Welle 3 in diese Welle 4 reinstarten. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen sollten, dass hier diese orangene Welle 3 an das Optimalziel bei dem 1.618er ankommen sollte, hätten wir nochmal ein Korrekturziel von dieser Welle 4, wenn wir uns das Ganze hier zusammen anschauen, bei ungefähr dem 0.236er. Dort fängt das Ganze an und das liegt bei rund 58.000, 59.000 US-Dollar. Aber primär gehen wir bei der Welle 4 immer hier von dem 0.382er aus. Das ist so das Optimalziel für eine mögliche Welle 4. Und das liegt dann ungefähr bei 50.000 US-Dollar oder maximal bis zum 0.5er bei 43.000 US-Dollar. Und das bedeutet, wir hätten hier die Welle 1, die Welle 2, die Welle 3, 4 und 5. Und von hier aus würden wir dann eine dreiteilige Abwärtsbewegung in die Welle 4 sehen. Und dann würden wir nochmal von einer weiteren Welle 5 ausgehen, die auch dann wahrscheinlich die 100.000er Bereiche antesten würde. Das wäre es erstmal zu dem bullischsten Szenario. Das wäre hier das nächste bullische Szenario. Und zwar wäre das hier relativ ähnlich mit der 1.2 hier unten. Nur hier haben wir die Welle 3 schon etwas weiter abgeschlossen. Das bedeutet, wir hätten hier schon unsere Welle 1, 2, 3, 4 gesehen und befinden uns jetzt in dieser letzten Welle 5, dieser übergeordneten Welle 3, die wir euch auch vorhin gezeigt haben. Wir würden hier in der Welle 5 mindestens erstmal die 62.000 US-Dollar anvisieren und hätten dann auch hier schon diese Welle 3 übergeordnet abgeschlossen. Vor allem, weil wir auch hier in dieser Welle 3 eine starke Extension gesehen haben. Wenn wir uns das anschauen mit dem FIP Extension Level, haben wir hier die Preisbereiche über dem 3.618er Extension Level überschossen und deswegen könnten wir auch davon ausgehen, dass die Welle 5 sozusagen nicht sehr stark ausfallen wird. Aber auch im Kryptomarkt kommt es häufiger auch mal vor, dass dann bei einer Extension in der Welle 3 auch eine Extension in der Welle 5 vorkommt.
kommen kann. Das bedeutet, dass wir hier in diesen Preisbereich nochmal reinkommen könnten. Wenn aber diese Welle 5 hier abschließen würde und auch diese übergeordnete Welle 3, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall uns dann hier in dieser Welle 4 befinden und dann würden wir auch von einer etwas tieferen Korrektur ausgehen. Aber primär erwarten wir das Ganze, dass wir hier oben in diesen Szenario reinkommen. Vor allem auch, weil wir uns hier in dieser Welle 3 befinden und die Welle 3 kann unserer Meinung nach vor allem in so einem bullischen Szenario und auch zu aktuellen Zeitplan, den wir uns befinden, kann einfach die Welle 3 nicht so kurz ausfallen, denn wir sehen hier, die Welle 3 würde hier theoretisch dann nur bis zum 1. Flip Extension Level und dem 1.2.6er reinkommen. Deswegen erwarten wir mindestens diese Box hier oben, wenn nicht sogar auch das 1.6.1.8er, um hier oben das Ganze abzuschließen. Aber das wäre auch mit der Welle 5 schon dann sehr, sehr hoch gegriffen. Das bedeutet, wir erwarten dann hier mindestens die 62.000 US-Dollar und die wären auch hier dann relativ knapp zum alten All-Time-High. Aber auch in diesem Szenario müssen wir erwähnen, könnten wir das All-Time-High ebenso knacken und auch hier würden wir dann hier in diesem Preisbereich zwischen ungefähr 44.000 US-Dollar und rund 39.000 US-Dollar nochmal reinkommen in diese Welle 4. Aber wenn diese Welle 5 und Welle 3 sich verkürzen würde, würde ich das Preisziel auch der Welle 4 etwas tiefer sein. Und genau das gleiche auch andersrum, wenn die Welle 3 etwas überschießen sollte, würde das Preisziel der Welle 4 sich auch nach oben schieben. Aber das wäre ja aktuell das zweite bullische Szenario. Und das wäre es doch erstmal zu den beiden ja sehr, sehr bullischen. Wir würden jetzt nochmal kurz in den kleineren Timeframe gehen, nochmal das bärische Szenario teilen. Das war auch lange Zeit unser ja, Primärszenario. Und dazu wechseln wir auch nochmal kurz den Chart rüber. So, wir befinden uns jetzt nochmal im 4-Stunden-Chart. Und hier wäre das Ganze, dass wir immer noch in diesem ja, bullischeren Szenario uns befinden, dass wir hier die Welle 1 gesehen haben und das haben wir euch öfter schon gezeigt und zwar, dass wir hier jetzt diese überschießende B haben. Das bedeutet, dass wir die Welle 2 hier drüben nochmal sehen könnten und das Ganze nicht hier abgeschlossen wurde. Das ist auch noch valide, dieses Szenario. Das bedeutet, wir hätten hier unsere Welle A gesehen, dann unsere Welle B in dem A, B, C hier hoch und dann würden wir nochmal eine Welle C hier runter sehen. Wir befinden uns aktuell hier zwischen dem 1.2.6er und 1.3.8.2er FIP Level für diese Welle B. Das ist ein häufiges angelaufenes Ziel für eine überschießende Welle B. Aber auch hier erwarten wir, dass dann diese Welle 5 hier so langsam abgeschlossen werden müsste und dann würden wir von hier oben aus, wenn sich das Ganze in diesem Bereich abschließt, einen fünfteiligen Impuls nach unten erwarten und dann diese Welle C hier unten abschließen. Das ist wie gesagt noch weiterhin möglich. Und dieses Szenario, wenn wir hier den ersten Impuls wirklich nach unten sehen sollten, werden wir euch da auf dem Laufenden halten, weil dann könnte es nochmal sein, dass wir in eine Korrektur kommen und auch nochmal tiefere Nachkaufmöglichkeiten haben werden. Und vor allem die Altcoins werden da auch mit weiter runterziehen. Nach dieser Welle 2 würden wir dann uns in dieser gelben Welle 3 befinden. Und das wäre aktuell unserer Meinung nach mittelfristig das ja wahrscheinlichste bärische Szenario. Wenn wir uns das Preisziel dazu anschauen, dann sehen wir, hätten wir hier für diese Welle C, wenn wir das hier nochmal kurz ändern, diese sind Preisziele hier und diese Preisziele liegen hier ungefähr bei rund 41.000 US-Dollar. Und an der Stelle, wenn ihr euch optimal auf den nächsten Bullrun vorbereiten wollt und vielleicht noch etwas neu im Kryptomarkt seid, dann checkt auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe ab. Dort schicken wir täglich unsere Charts zu Bitcoin oder auch Altcoins rein. Oder auch wenn ihr Fragen habt oder auch unsere Analyse zu gewissen Coins haben wollt, dann checkt das Ganze gerne mal ab. Kann aber auch, wenn wir das 1.618er dazu nehmen, bis ca. 36.000 US-Dollar hinkommen. Das heißt, wir erwarten dann hier ungefähr diesen Zielbereich, der jetzt sehr, sehr groß ist. Das müssten wir uns dann intern anschauen, wenn wir wirklich die ersten Bewegungen nach unten sehen. Aber dieser Zielbereich wäre dann möglich für diese mögliche Welle C, falls wir dann, wie gesagt, hier oben die überschießende Welle B sehen sollten und dann abverkaufen. Wie gesagt, das ist das wahrscheinlichste bärische Szenario. Langfristig gesehen bleiben wir trotzdem weiterhin bullish, denn aktuell gibt es unserer Meinung nach nicht viele ja, bärische Counts noch. Wir haben noch ein Szenario, was wir euch noch vorstellen werden. Das ist auch etwas bärischer, aber die 30.000er Bereiche sind da auch etwas unwahrscheinlicher. Dafür wechseln wir auch noch mal kurz den Chart rüber. So, und wir sehen jetzt im Hintergrund den letzten Chart, den wir euch vorstellen werden. Das ist unserer Meinung nach etwas unwahrscheinlicher, dieses Szenario. Aber da wir aktuell uns wirklich sehr, sehr schön in diesem Channel noch aufhalten, ist es weiterhin valide. Und zwar würden wir dann hier in diesem Channel diese Welle 3 hier oben abschließen und würden uns dann hier weiterhin in einer Seitwärtswelle 4 befinden. Das heißt, wir würden hier das Top der Welle 3 jetzt sehen und würden dann hier ja, eine Seitwärts 4 sehen und dann hier in den Zielbereich reinbekommen. Also wäre hier der Zielbereich für diese Welle 4
auch ungefähr in dieser Preisbox. Das bedeutet, auch hier würden wir dann ungefähr zwischen 44.000 US-Dollar und maximal dem 0382er bis ungefähr 40.000 US-Dollar ausgehen, würden dann uns hier nochmal an diesem Channel retesten und würden dann, wie gesagt, hier so ein bisschen uns sideways bewegen und hätten dann auch nochmal erneute Nachkaufmöglichkeiten. Wir werden euch auch nochmal gleich bei manchen Altcoins zeigen, warum wir dann auch bei Bitcoin nach diesem Top der Welle 3 eine weitere Korrektur sehen. Wir gehen bei Bitcoin auf jeden Fall nochmal von kleineren Anstiegen aus. Das heißt, wir gehen nochmal davon aus, dass wir auf jeden Fall die 54.000 bis 55.000 US-Dollar antesten werden und dann werden wir erstmal eine kleinere Korrektur sehen. Ob das Ganze jetzt im März ist oder erst im April, das wird sich dann, wie gesagt, erstmal zeigen. Aber primär gehen wir auch davon aus, dass wir jetzt nochmal weiter ansteigen werden, vor allem auch durch die ganzen ETF-Zuflüsse. Und auch die Anzeichen drumherum sprechen aktuell für keine größere Korrektur. Und die werden euch nochmal unser letztes bullisches, ja, Primärszenario für Bitcoin zeigen. Dafür wechseln wir nochmal in den letzten Chart fürs heutige Video. Und wir sehen, das ist unser, ja, bullisches Szenario für Bitcoin. Wir counten das Ganze jetzt bei diesem Szenario von den 3.000 US-Dollar und wir gehen hier von der Welle 1, 2, 3, 4 und hier oben dann von dieser Welle 5 aus und das Ganze wäre auch unserer Meinung nach das bullischste Szenario aktuell, denn wir würden hier dann, wie gesagt, nochmal diesen letzten Push eventuell in der Welle 3 sehen und dann auch ja diesen Abverkauf in der Welle 4 hier unten. Das bedeutet, dass wir hier das Ganze dann so aussehen würden, dass wir dann hier die Welle 1, 2, 3, 4 und dann hier oben die Welle 5 sehen werden. Und übergeordnet wäre unser Preisziel, vor allem ja nach diesem grünen Count, das ist der übergeordnete Count für Bitcoin, wäre das Preisziel hier bei rund 149, 150.000 US-Dollar für diese Welle 5 hier oben. Das heißt, wir hätten hier unsere Welle 1, wie gesagt, gesehen, die Welle 2, beim letzten All-Time-High die Welle 3 und hier eine Korrektur in der Welle 4 und würden sozusagen jetzt hier die Impulsstruktur zur Welle 5 abschließen. Und hätten dann hier diese Preisbereiche von 150.000 US-Dollar mindestens und hätten auch noch Platz bis zum 1er-Flip-Extension-Level, was auch ein häufiges Target für die Welle 5 ist, bei rund 276.000 US-Dollar. Ja, das ist jetzt sehr, sehr hochgegriffen, aber wie gesagt, primär gehen wir hier von mindestens dem 0786er aus oder auch hier zu dem 1er. Also das wären sozusagen unsere beiden Preisbereiche, die wir dann langfristig anvisieren werden. Vor allem, wenn wir die Hunderttausende sprechen sollten, würden wir uns dann, ja wie gesagt, erstmal die interne Struktur anschauen und ob das Ganze dann wirklich noch so, so bullisch ist. Aber jetzt das Ganze perfekt vorherzusagen, ist natürlich etwas schwieriger. Warum wir jetzt nochmal von einem weiteren Anstieg ausgehen und dann von einer Korrektur, können wir euch nochmal ganz schnell anhand der Altcoins zeigen. Am besten springen wir dazu kurz mal in den Solana-Chart rein, denn hier sieht das Ganze auch unserer Meinung nach so aus, dass wir hier nochmal einen letzten Anstieg sehen, vor allem auch hier in dieser übergeordneten Welle 3. Das heißt, auch hier nach dieser Welle 3 würden wir dann eine Welle 4 sehen und auch hier diese Welle 5 der übergeordneten Welle 3 ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir würden hier nochmal einen letzten Impuls sehen in der Welle 5 und danach würden wir eine Korrektur erwarten. Das Ganze würde auch, wie gesagt, zu Bitcoin passen. Genauso ähnlich ist das auch bei VeChain. Hier haben wir einen sehr, sehr starken Anstieg gesehen. Da haben wir auch schon ein Video bereits dazu hochgeladen und auch unseren Chart in unserer Telegram-Gruppe hochgeladen. Das bedeutet auch, hier hätten wir theoretisch jetzt diesen Impuls so langsam abgeschlossen, haben natürlich noch etwas Platz nach oben und dann würden wir auch die nächste Korrektur nach unten sehen. Genau das ähnliche Szenario liegt auch bei Chainlink, denn hier sehen wir auch, wir haben hier unseren ersten Impuls in der 1, dann die 2, dann die 3, die 4 und den letzten Impuls erwarten wir auch hier nochmal in dieser Welle 5 und danach würde sich sozusagen der erste Impuls abschließen und wir würden dann diese Welle 2 sehen. Und das Ganze würde auch unserer Meinung nach sehr, sehr gut zu Bitcoin passen, dass wir, wie gesagt, nochmal jetzt einen letzten Anstieg sehen bei Bitcoin und auch bei den Altcoins, bei Bitcoin ungefähr in die 55.000er Bereiche oder sogar in die 60.000er Bereiche maximal und dann würden wir eine Korrektur erwarten. Natürlich, wie gesagt, ist das nur unsere Prognose und unser aktueller Fahrplan für Bitcoin. Wenn es dazu Änderungen geben sollte oder wir ja ein neues Szenario primär sehen, dann werden wir das Ganze wie immer mit euch teilen. Und ich würde auch sagen, das wäre es schon zu dem etwas längeren Video zu Bitcoin und unserer aktuellen Prognose. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und checkt, wie gesagt, auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe ab. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.